Ich weiß es. Ich weiß es hundertprozentig. Ich weiß es mit absoluter Sicherheit, dass einige von euch sich auf Kanälen rumtreiben, in denen es um Verschwörungstheorien geht. Ihr werdet sagen, das sind keine Verschwörungstheorien. Ist ja auch okay, ist doch eure private Sache, kein Problem. Ich wollte auch mal. Nur, wenn man auf einen Kanal geht, in dem Verschwörungstheorien verbreitet werden, wird als erstes gesagt, das hier ist kein Kanal für Verschwörungstheorien, wir stellen nur Fragen. Und ich mache das aber heute anders. Ich sage, hier, heute ist es ein Kanal, in dem eine Verschwörungstheorie verbreitet wird. Und vielleicht nochmal, das ist ja relativ verpönt, das Wort Verschwörungstheorie. Also eine Verschwörung bedeutet ja, dass eine Gruppe von wenigen sich zusammentun, um etwas zu beschließen und das zum Nachteil der Mehrheit. Und eine Theorie ist es, wenn man es einfach nur behauptet, und eine Hypothese ist es, wenn man zumindest Beweise dafür hat, die diese Verschwörung nahelegen. Jetzt ist es so überhaupt gar keine Frage, wenn ihr so wollt, die Begrenzung der Exportpreise für russisches Öl ist ja eine Verschwörung. Nur, dass es, naja, da sind es auch wenige, es ist ja nicht die Mehrheit der Weltbevölkerung, sondern es sind wenige, die das beschlossen haben. Es ist nichts anderes als eine Verschwörung. Heute möchte ich gerne mit euch über eine Dollarverschwörung sprechen, denn ich glaube, mit dem, was Europa und USA gemeinsam beschlossen haben, aber auch mit den Entscheidungen, die die Fed in diesem Jahr getroffen hat, haben die USA das Ende der Dollarmacht meiner Meinung nach eingeleitet. Da spielt aber auch China eine ganz große Rolle. Wollen wir miteinander auf jeden Fall in dieser Ausgabe besprechen. Einige haben gesagt, das, was die Europäer gemeinsam mit den USA vorhaben, das wird nicht erfolgreich sein. Jetzt legen die ersten Daten aber eher nahe, dass die Entscheidung, die die G7-Staaten, also es sind nicht nur die Europäer, sondern Südkorea ist auch dabei, und das weiß ich nicht hundertprozentig, es würde mich aber wundern, wenn nicht, auch Japan ist dabei, dass das dazu geführt hat, dass die Exporte von Russland laut Kepler um 16% bereits abgenommen haben, und die russische Zentralbank spricht davon, dass die Sanktionen zu neuen wirtschaftlichen Schocks führen könnten und die Wirtschaft deutlich unter Druck bringen könnten. Also man sieht, dass das auf jeden Fall eine Auswirkung hat, und gleichzeitig sieht man auch, dass der Ölpreis an der Westgrenze von Russland deutlich unter die 60 Dollar gefallen ist, nämlich stand gestern auf 45 Dollar, während es an der östlichen Grenze Richtung China, Richtung Türkei, Richtung Indien der Preis immer noch im Bereich des Spotpreises liegt. Für den Fall, was ihr euch wundert, warum die denn jetzt für 45 Dollar teilweise verkauft werden, es ist ja so, wenn Staaten heute Öl kaufen, dann bezahlen sie es erst zu dem Preis, wenn sie es beliefert bekommen. Und dadurch, dass der Ölpreis relativ volatil ist, können auch viele Länder gar nicht sich sicher sein, ob sie den Ölpreis dann, wenn sie es bestellt haben, aus Russland auch bezahlen dürfen. Denn selbst wenn sie es heute für 50 Dollar kaufen und der Preis steigt dann um 20%, dann sind sie doch wieder oberhalb der 60 Dollar Grenze. Und das macht es auch vielen Ländern schwer, trotz der Preisgrenze und der Einhaltung der Preisgrenze unter 60 Dollar zu kaufen. Also letztlich trifft diese Entscheidung Russland, aber auch alle, die aus Russland kaufen. Und einige Länder haben überhaupt keinen Einfluss darauf, ob sie denn wirklich über 60 Dollar oder unter 60 Dollar ihr Öl geliefert bekommen. Und deswegen müssen sie dann anfangen, woanders ihr Öl zu finden. Und wenn ich dann nochmal eine kleine Runde drehen darf zum Ölpreis. Also ich bin den Ölpreis long. Und wenn ich ausgestoppt werde, dann bin ich raus. Dann mache ich fertig. Hat nichts mit meinen langfristigen Investitionen in Ölaktien zu tun. Das ist ein Trade, das ist eine Spekulation. Trotzdem muss ich euch sagen, die technische Unterstützung ist sehr stark. Und bitte schreibt mir das, ich meine das im Ernst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Denn so ganz verstehe ich das nicht, warum der Ölpreis runtergeht. Die OPEC hat schon die Produktion gesenkt und die hat gesagt, wenn sich der Preis nicht stabilisiert, dann werden wir weniger produzieren.
China geht in Reopening und man geht davon aus, dass China derzeit 1 Million Barrel pro Tag weniger Öl verbraucht im Vergleich zu der präpandemischen Ära. Und die Nachfrage also nach Öl wird in China deutlich zunehmen. Das ist das Zweite, was wir sehen. Das Dritte, was wir sehen, ist, die Exporte von Russland gehen zurück. Und das wird auch wahrscheinlich anhalten, denn wenn ich euch eins zeigen darf, ist, wenn man sich die Exporte von Russland anschaut, dann sieht man also zum Beispiel im März, schwarzer Balken ist Asien, das waren ungefähr 1 Million Barrel Verschiffungen. Das hat sich mittlerweile verdoppelt. Gleichzeitig ist das in Europa, also Nordeuropa, ja massiv zurückgegangen, fast nicht mehr da. Südeuropa massiv zurückgegangen, wird wahrscheinlich gegen Null gehen und andere mediterrane Länder wahrscheinlich auch. Das heißt, auch wenn Russland jetzt etwas mehr nach China verkaufen kann, laut Bloomberg ist der Appetit von Indien, Türkei weitestgehend gestillt. Nur noch in China könnte etwas mehr exportiert werden. Das heißt, Russland kann nicht mehr so viel exportieren. So, wenn du nicht exportieren kannst, dann sind irgendwann mal deine Lager voll. Also zum Beispiel das, was Russland sehr viel exportiert, ist auch diese. In dem Augenblick, in dem ich diese nicht exportieren kann, meine Lagerhallen voll werden oder meine Lager voll werden, muss ich weniger produzieren. Und bei Öl ist es so, es ist nicht wie so ein Hahn, dass du jetzt so zudrehst, dann machst du wieder auf und dann machst du tsch. In dem Augenblick, in dem die Produktion gekappt wird, ist es auch total schwer, wieder die Produktion hochzufahren. Und deswegen, wenn ich mir das so angucke, China braucht mehr, Russland kann weniger verkaufen, die OPEC ist bereit, weniger zu produzieren. Auch wenn wir eine Rezession bekommen werden, es wird keine Schockrezession sein. Und deswegen komme ich gerade fundamental nicht gerade darauf klar, warum der Ölpreis weiter fällt. Aber ich gucke es mir gerne an und sage euch, ich sehe eine größere Wahrscheinlichkeit, dass der Ölpreis wieder nach oben gehen kann. Das ist aber eine Geschichte für sich. Wenn wir zurückkommen zum Öl und zu der Verschwörung. Wahrscheinlich wisst ihr ja, dass 90% des weltweiten Ölhandels in Dollar stattfindet. Damit hat ja die USA eindeutig die Hand auf den Ölhandel. Unter anderem gab es ja, ich würde total gerne das Politische hier rauslassen, sondern rein über die wirtschaftliche Ebene mit euch sprechen. Es gab ein Atomabkommen zwischen dem Westen, nennen wir es dem Westen, und dem Iran. So, das hat ja Präsident Trump einseitig gekündigt. Spielt jetzt keine Rolle, ob berechtigt oder nicht berechtigt. Daraufhin haben die Europäer gesagt, Mensch, also wir wollen aber noch mit dem Iran Handel betreiben. Konnten sie aber nicht, weil sie nicht am Dollar gekommen sind. Das hat dazu geführt, dass der Iran, der sich dem Westen geöffnet hatte, sich mehr China und Russland öffnete. Die Russen helfen jetzt dem Iran, dass dort Raffinerien gebaut werden, dass Gaspipelines gebaut werden. Der Iran hat sehr viel Gasvorkommen, Platz 2 direkt nach Russland und gehört zu den Top-Staaten, was die Ölvorkommen angeht. Und gleichzeitig kauft Russland aus dem Iran Waffen. Dazu haben die Chinesen hochoffiziell mit dem Iran vor über einem Jahr ein Abkommen getroffen, dass sie Öl aus dem Iran kaufen. Und diese beiden Länder haben es geschafft zu umgehen. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, als der Ölpreis relativ hoch war, da war immer wieder in der Diskussion, dass es zu einem jetzt neuen Atomabkommen kann unter Präsident Biden und dass der Iran auf den Markt zurückkehren könnte. Ich habe das am Anfang auch geglaubt und je weiter es voranschritt, das war schon im Sommer letzten Jahres, da habe ich gesagt, Leute, es wird nicht zu einem Atomabkommen kommen. Denn die Russen möchten nicht, dass der Ölpreis fällt. Die Chinesen freuen sich darüber, dass es in Europa eine hohe Inflation gibt und sie möchten gerne, dass die Energiepreise oben bleiben. Und deswegen werden sie ihren Freunden, dem Iran, den Iranern sagen, sorgt dafür, dass es nicht zu einem Atomabkommen kommen wird. Und egal, was die Amerikaner versucht haben, die Iraner haben immer wieder die Hand festgeschlagen, haben immer wieder neue Forderungen gestellt. Und am Ende haben dann die USA die Atomgespräche mit dem Iran beendet. Und jetzt kann der Iran wieder sagen, ich habe es ja versucht, aber die wollen nicht. Letztlich hatte der Iran schon andere Partner gefunden. Wenn es jetzt entwickelnde Länder gibt, Schwellenländer gibt, die Schwierigkeiten haben, aus Russland Öl zu kaufen. Wenn sie sehen, was mit dem Iran passiert ist
und wenn Sie gleichzeitig sehen, was mit derzeit mit Russland passiert. Bitte lasst eure politischen Kommentare weg. Es geht mir um die wirtschaftliche Entwicklung. Wie werden sich diese Länder verhalten? Die werden sehen, die Amis haben total die Hand drauf. Aber es gibt einen Gegenpol und das ist China. Und in diesem Gegenpol sehen sehr, sehr viele Staaten eine große Unterstützung. Und ich erkläre es euch. Preisfrage. Wie viel Prozent aller Länder sind eine Demokratie? Auch eine problematische Demokratie zähle ich dazu. Also bei denen die Wahlen teilweise nicht ganz sauber sind und Minderheiten ein bisschen unterdrückt werden. Etwa 25% aller Länder sind entweder demokratisch oder einigermaßen demokratisch. Das heißt, der Rest, das sind Schurkenstaaten. Also über 70% sind Schurkenstaaten. Wenn die sehen, Mensch, guck mal, ich kann in ein anderes Land einwandern, macht nichts, sie machen mit mir Geschäfte. Und die tolerieren meine Art, Politik zu machen. Denn das, was China sagt, ist, hey, das ist eure Art, Politik zu machen, macht doch, was ihr wollt. Und wir machen das, was wir wollen. Ah, super, leben und leben lassen. Und wir können miteinander Geschäfte machen? Ja. Super, können wir den Dollar umgehen? Ja. Und das ist genau das, was China auch möchte. Ich will euch noch ein Beispiel nennen. Als es um die UNO-Resolution ging, gegen Russland, da haben sich, ich glaube, 4 Länder haben dagegen gestimmt. Weißrussland, Nordkorea, Syrien, das andere weiß ich nicht, aber 34 Länder haben sich enthalten. Wer gehörte dazu? Alles, was rund um China ist. Sehr viele südafrikanische und zentralafrikanische Länder, die von China mittlerweile abhängig sind, die viele Schulden haben, die von China Projekte finanziert bekommen und sehr viele zentralamerikanische und südamerikanische Länder. Das heißt, wenn ihr so wollt, wir haben zwei Blöcke mittlerweile. Wir haben einmal den West-Nord, West-USA, Nord-Nordeuropa, ein bisschen mit Japan, ein bisschen mit Südkorea und dann haben wir den Ost-Süd-Block, wenn ihr so wollt. Und ich glaube auch mit der Politik, die die FED getrieben hat, nämlich, dass sie die Zinsen so stark angehoben hat. Es gibt eine neue Studie von Finance for Development Lab. In dieser Studie geht es darum, The Coming Debt Crisis heißt es, ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Sagen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Schulden der entwickelnden Länder sich in den nächsten 2 Jahren um 60% steigern werden und dass es zu einer neuen Finanzkrise kommen könnte, hat signifikant zugenommen. Warum? Weil der Dollar so teuer geworden ist. Und die meisten sich entwickelnden Länder haben ihre Schulden in Dollar. Aber warum geht es ihnen jetzt so schlecht? Weil die FED gesagt hat, ist mir völlig egal, wie es der Welt geht. Es ist mir vollkommen egal, wie die Weltwirtschaft sich entwickelt. Es ist mir vollkommen egal, ob die Schwellenländer möglicherweise bankrott gehen. Wir haben vorher ganz viel Geld gedruckt. Und dann haben wir auch nicht gemerkt, dass die Inflation zu hoch ist, haben noch weitergemacht. Und jetzt drehen wir an der Zinsschraube und ob ihr jetzt Probleme bekommt, eure Schulden zu bezahlen, ist euer Problem. Und deswegen, meine Verschwörungstheorie ist, die Entscheidung, die die G7-Staaten geführt haben, hat dazu geführt, dass die Dollar-Dominanz in den nächsten Jahren und eher kommenden Jahrzehnten abnehmen wird. Wir sehen eine immer stärkende, sich abkapselnde Weltwirtschaft. Die Chinesen versuchen seit geraumer Zeit, sich von der Chipindustrie der USA unabhängig zu machen. Erst heute kam die Nachricht heraus, dass die niederländische Regierung in Zusammenarbeit mit den USA neue Exporthürden nach China auferlegt, und zwar für Chipprodukte. Welche Firma ist eigentlich aus den Niederlanden? Ah, ASML. Die haben nämlich Maschinen, das kann nur diese Firma produzieren, wenn man die allerneuesten Chips herstellen möchte. Die Chinesen möchten sich unabhängig machen von den Chips der USA und ein eigenes autonomes System aufbauen. Und das, was ich mich frage, und ist tatsächlich in dem Augenblick, in dem die Schurkenstaaten toleriert werden, in dem Augenblick, in dem die Macht des Dollars ausgeratzt hat, also die Schurkenstaaten von meiner Meinung nach China und Russland unterstützt werden.
wiederum die westlichen Staaten die Macht des Dollars komplett ausreizen, wird es, glaube ich, Block um China, Russland, Iran leichter haben, weil einfach die Bevölkerung stärker ist, mit denen sie Geschäfte machen können. Und man wird gespannt sein können, wenn die westlichen Staaten nicht mehr mit dem Druckmittel Dollar arbeiten können. Und vor allen Dingen, mit der Wahl von Herrn Trump hat sich ja auch gezeigt, dass die Alliierten aus den USA durchaus brüchige Alliierten sind, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren sein wird. Zusammengefasst, ich denke, dass immer mehr Staaten mit Hilfe von China versuchen werden, sich von den USA unabhängig zu machen und damit sich vom Dollar unabhängig zu machen. Und dass die USA als Weltmacht deutlich an Einfluss verlieren wird, aber dass die westlichen Staaten, und das, da bin ich mir nicht sicher, möglicherweise auch Absatzmärkte verlieren werden, mehr und mehr an China. Damit gesagt, wenn wir nochmal zurückkommen zum Ölpreis, im Grunde genommen, das habe ich aber auch, als die OPEC das erste Mal die Produktion gesenkt hat, hat das MJ mit euch besprochen. Das, was die USA gemacht hat, ist, die USA hat den Dollar nach oben gebracht. So. Das führt natürlich dazu, dass die OPEC-Staaten, die ja alles mit dem Ölverkauf finanzieren, weniger Einnahmen haben. Dadurch, dass die USA den Dollarpreis nach oben gebracht haben, hat es dazu geführt, dass alle anderen Länder, nehmen wir die EU-Zone, deutlich teurer einkaufen mussten. Also haben sie die Zinsen angehoben, um ihre Währung zu stärken. Das, was jetzt die OPEC gemacht hat, ist, die OPEC hat gesagt, tja, also unsere Währung ist Öl. Wenn ihr euren Dollar stärker macht, wird unsere Währung schwächer. Also werden wir weniger produzieren. Das wird insgesamt dazu führen, dass die USA immer mehr an Einfluss verlieren. Wir sehen, dass Herr Xi Jinping sich in Saudi-Arabien mit den besten Freunden der USA mittlerweile trifft und beide Seiten eng miteinander kooperieren wollen. Und deswegen, meine Verschwörungstheorie ist, der Dollar hat bald, nicht fertig, aber bald immer mehr an Einfluss verloren. Rein technisch gesprochen, von den Inflationsdaten hatte ich schon vor geraumer Zeit gesagt, dass der Dollar jetzt einen Peak gesehen hat. Und es wird abzuwarten sein, ob der Dollar nicht nur aus Bewertungssicht einen Peak gesehen hat, sondern auch, ob meine Verschwörungstheorie stimmt, nämlich, dass der Dollar mehr und mehr an Einfluss verlieren wird. Bin gespannt auf eure Kommentare. Danke für die Aufmerksamkeit.